Hallo Taiga, wir freuen uns wahnsinnig, dass wir auch dich jetzt unseren Fans ein bisschen näher vorstellen können. Denn bei dir ging es ja alles relativ schnell. Du bist so ein bisschen last-minute-mäßig zum FCK dazugekommen. Im Trainingslager in Malz hast du auch zum ersten Mal deine neuen Mannschaftskollegen kennengelernt. Ist das dann aber so ein Prozess, der im Trainingslager vielleicht schneller abläuft, weil man ja so direkt mittendrin ist? Oder wird da so fokussiert gearbeitet, dass dieses ganze richtige Kennenlernen erst danach stattgefunden hat? Ich glaube, ich kam an einem recht ungünstigen Tag, wo es ziemlich anstrengend war. Und ich glaube, da ist es dann schwer, gerade wenn es zum Ende des Trainingslagers geht, weil viele kaputt sind. Viele gehen dann nach dem Training aufs Zimmer und ruhen sich eher aus auf die nächste Einheit. Ich glaube, da ist dann schwer, sich wirklich kennenzulernen. Aber das hat reibungslos dann in der Zeit danach geklappt. Und ja, fühle mich hier bis jetzt super aufgenommen. Und ist schon sehr familiär hier. Das finde ich sehr schön. Das ist schön. Das ist ja auch wichtig, so eine kleine Basis zu haben. Wie hast du dich denn jetzt mittlerweile in der Pfalz und den Kaiserslautern eingelebt? Schon relativ gut. Es ging dann doch relativ schnell hier. Ist deutlich kleiner als, sage ich mal, Düsseldorf. Ich habe schon die ein oder andere sehr schöne Ecke gesehen hier. Und ich werde das jetzt in naher Zukunft immer weiter hier ein paar neue Ecken entdecken. Und da freue ich mich auch drauf. Und bis jetzt fühle ich mich hier sehr wohl. Das ist schön. Hoffen wir auch, dass du gut ankommst. Du hast jetzt zwar auch schon Stationen in Leipzig gehabt und bei 1860 München. Die meiste Zeit deiner Fußballerkarriere aber doch so nahe der Heimat verbracht. Ist es für dich deshalb schön, jetzt vielleicht auch mal rauszukommen und was Neues kennenzulernen? Oder fehlt dir doch schon noch ein bisschen was aus der Heimat? Es ist ein Abenteuer, also ein neues Abenteuer. Und da freut man sich mehr drauf, als, sage ich mal, dass man die Heimat vermisst. Klar, Familie, Freunde sind jetzt nicht direkt um die Ecke. Aber die können sehr gerne zu den Spielen kommen. Und man schafft es dann auch trotzdem, sich in der Freizeit, die man dann selten, aber doch hat, zu sehen. Und deswegen sehe ich das gar nicht negativ, sondern sehe das als Abenteuer und freue mich auf die Zeit. Und den Rest kriegt man schon hin. Du sagst das ja, als Fußballprofi hat man eigentlich nicht so viel Zeit. Genau die hast du dir aber auch mal selbst genommen in deiner Laufbahn. Das fanden wir ganz interessant. In der Saison 2016-17 war es, da hast du einfach mal die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Und stattdessen beschlossen, dein Fachabitur zu machen und das auch erfolgreich bestanden. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich war zu der Zeitpunkt relativ unglücklich wegen meiner eigenen fußballerischen Leistung und wie das alles so seinen Lauf genommen hat. Und habe mir gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal ein zweites Standbein und setze alles auf die Schule erstmal und stelle den Fußball hinten an. Und ja, habe dann ein gutes Dreivierteljahr halt wirklich nur mich auf die Schule, sage ich mal, konzentriert und kein Fußball gespielt und schon gemerkt, dass hier was fehlt in meinem Leben. Und habe dann, um den Spaß wieder am Fußball zu finden, so wirklich in der Kreisliga ein bisschen mit meinen Freunden aus der Heimat gespielt und habe da schon gemerkt, okay, das will ich schon wieder richtig angreifen, sage ich mal, und richtig wieder in mein Leben aufnehmen, den Fußball, weil der mir schon sehr gefehlt hat. Und ich glaube, das hat mir selber als Mensch sehr gut getan, nochmal diesen Schritt zurück oder eine kurze Pause davon zu nehmen, um wirklich zu merken, was einem fehlt und dass das halt wirklich so meine Leidenschaft ist fürs Leben. Und deswegen hat mir das persönlich und ich glaube für meine sportliche Laufbahn sehr, sehr gut getan. Das ist ja auch sicher ein Schritt, der, ich sag mal, viel Mut kostet. Also gerade, weil man ja auch vielleicht sieht bei Weggefährten, dass diesen Sprung zum Profi auch nicht jeder schafft. Ist das denn was für dich auch irgendwo eine Rolle gespielt hat? Oder war das wirklich so, wie du gesagt hast, dass du einfach so die Schnauze voll hattest, auf gut Deutsch gesagt, dass auch das für dich eher zweitrangig war, wenn der Weg zurück vielleicht nicht mehr funktioniert hätte? Ja, ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, weil natürlich, wenn man damit, sag ich mal, jungem Alter auch die Familie verlässt und die Familie trotzdem alles quasi für einen tut, dass man es schafft und einen immer fördert und dann einfach zu sagen irgendwann, ey, ich höre jetzt auf, dann war das natürlich auch so in meinen Gedanken, boah, jetzt enttäusche die Familie, die haben alle an dich geglaubt, wie kommt das bei denen an? Und auch ich wollte auch so wirklich nicht denen, die quasi, sag ich mal, nicht an mich geglaubt haben, dem wollte ich auch nicht sagen, ja, guck, ihr hattet recht gehabt, sondern wollte es denen halt auch beweisen, dass ich es doch schaffe. Und ich glaube, das hat mir auch nochmal so einen extra Push gegeben, um
wieder zurückzukommen, sage ich mal. Und das war schon, sage ich mal, nicht so eine einfache Zeit für mich. Aber im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, eine sehr wertvolle Zeit für mich. Sehr schön. Und umso schöner ist es ja auch, dass du jetzt hier sitzt und wir hier beim FCK dich begrüßen dürfen und auch mit dir sprechen können. Du hast das schon angesprochen, deine Familie, die dich sehr unterstützt hat. Das ist ja auch was sicherlich so sehr prägend in deinem ganzen Leben, weil ich meine, den Nachnamen Lobinger, den kennen wahrscheinlich viele, den verbindet man zwar nicht mit dem Fußball, aber deine Eltern waren beides auch Profisportler, Leichtathleten. Vor allem dein Vater hat in seiner Karriere auch einige Erfolge vorzuweisen, durch die man ihn sicherlich kennt. Wie ist denn da so der Alltag in so einer Sportlerfamilie? Wie darf man sich das vorstellen? Und ist es auch ein gewisser Druck, der dich dann immer begleitet hat, allein durch den Namen Lobinger? Ja, also der Alltag erstmal als Kind war natürlich schon sehr, sehr mit sehr viel Sport gefüllt. Aber dadurch, dass meine Eltern sich relativ früh getrennt haben, als ich 2, 3 Jahre alt war und ich dann bei meiner Mutter war, die dann nicht mehr aktiv Sport gemacht hat, war trotzdem halt immer sportliche Aktivitäten als kleiner Junge. Aber trotzdem war es nie so, dass wir gedrängt wurden, irgendwie Sport zu machen. Auch meine Großeltern in der Heimat, wo ich groß geworden bin, die haben auch noch einen Leichtathletikverein. Also da hieß es dann schon immer mal, komm mal vorbei, mach doch mal was. Habe aber dann relativ früh erkannt, dass Leichtathletik jetzt nicht so das ist, was mir so mega viel Spaß macht. Also deswegen war die Verbindung zum Sport immer da. Und Druck, klar, ist es halt irgendwo immer, heißt es dann Lobinger Sohn oder Kind vom Lobinger. Das ist dann schon irgendwo kein Druck, aber es ist ein bisschen schade, weil man will sich auch als eigene Person irgendwie einen Namen machen oder eine Geschichte schreiben. Man hat ja sein eigenes Buch, was man schreibt, und da will man nicht der Sohn von oder Kind von, sondern will halt schon man selbst sein. Und das ist ein bisschen kein Druck, aber es ist da. Das lässt sich auch nicht zu vermeiden. Und natürlich bin ich auch stolz auf das, was meine Eltern erreicht haben, definitiv. Und bin da auch, weiß das sehr zu schätzen und dass man auch damit verglichen wird. Aber trotzdem ist es halt meine Geschichte und die will ich schreiben und für da halt selber gucken, dass ich nicht immer verglichen werde, sondern dass ich halt ich bin. Du stehst auch noch am Anfang deiner Karriere und wir würden uns zumindest und unsere Fans wahrscheinlich auch wahnsinnig freuen, wenn du auch vor allem mit dem FCK noch ein bisschen Geschichte schreiben kannst oder für schöne Momente sorgen kannst. Jetzt hatten wir es von deinem Nachnamen. Dein Vorname dagegen, der ist wahrscheinlich nicht so bekannt oder nicht jedem so geläufig. Lex Tiger, sicherlich was Besonderes, hast du auch bestimmt schon oft gehört. Hatten deine Eltern denn einfach so ein Faible für besondere Namen oder gibt es vielleicht sogar tatsächlich einen besonderen Bezug zu diesen beiden Vornamen? Besonderen Bezug nicht wirklich. Da erhoffen sich immer viele mehr, was Spannenderes dahinter. Aber meine Schwester, also meine große Schwester heißt Kendra Fee. Also was halt auch ein außergewöhnlicherer Name genau, ist. Genau, auch besonders. Und dazu hätte halt jetzt nichts Normales, sage ich mal, gepasst, sondern musste dann auch was Verrückteres her. Und so ist das halt, glaube ich, entstanden. Aber den genauen Hintergrund, glaube ich, gab es da nicht, sondern hat einfach gefallen, irgendwo mal aufgeschnappt. Und so ist das entstanden. Auf jeden Fall sehr prägend und sicherlich ein Name, den man nicht so leicht vergisst. Oder wo man vielleicht auch als Kind auf dem Fußballplatz nicht so leicht untergeht, vermute ich mal. Das stimmt, ja. Sehr schön. Dann sind wir eigentlich mit den ersten Fragen an dich auch schon fast am Ende. Bevor wir gleich noch mal entweder oder spielen, würden wir auch von dir zum Schluss gerne wissen, in diesen Zeiten mit Social Media, wo viele Leute ihr komplettes Leben teilen, gibt es da von dir was, was bisher vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, noch nicht so oft irgendwo gesagt wurde und was du jetzt mit uns gerne einfach noch mal teilen würdest? Ja, also man sieht ja, dass ich etwas bemalt bin an den Armen und an der einen oder anderen Stelle. Und ja, die Bemalung sieht man, die Tätowierung sieht man, aber die Bedeutung eventuell könnte ich erläutern. Und da gibt es auch für mich so als kleine Stütze zu der Zeit, wo ich auch, sag ich mal, die Fußballpause gemacht habe, um mich zu erinnern, wie viel mir das doch bedeutet, gibt es da mich als kleinen Jungen mit meiner ersten Rückennummer, der Nummer 14, und den Ball in der Hand, wie ich als kleiner Junge durch die Gassen da gelaufen bin in meiner Heimat. Und das soll mich so daran erinnern, wie tief der Fußball doch in meinem Herzen steckt. Und ja, das ist vielleicht auch doch
ein bisschen Schicksal war. Du hast es vorher auch so schön gesagt, dass jeder sein eigenes Buch schreibt. Dass es vielleicht genau so gehört, dass du doch auch hier im Profifußball gelandet bist. Ja, genau. Sehr schön. Dann vielen Dank dir für das ganz tolle, interessante Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und jetzt freuen wir uns noch drauf, dich bei Entweder oder ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, perfekt. Vielen Dank auch.